mit großer Freude und Achtsamkeit begrüße ich jeden Einzelnen und gleichzeitig die Menschenfamilie. Es ist sehr schön, dass ich heute zu dir sprechen darf und so sende ich dir das Licht der Liebe. Viele von euch befinden sich auf dem Weg in das Erwachen und eure Auren strahlen mit dem hellen Licht eurer Seele, der tiefen Erkenntnis der Wahrheit. Ihr seid mutige und mächtige Wesen, die in ihrer Kraft voranschreiten, um die Welt zu verändern. Wie du weißt, war ich auch einmal auf der Erde inkarniert und bin den Weg durch das Samsara gegangen. Diese großen und tiefgehenden Erfahrungen möchte ich gerne energetisch heute mit dir teilen. Denn sie haben mir den Weg aus dem Rad der Inkarnationen gezeigt. Die Menschen wissen, dass ich Saint-Germain als eines der mächtigsten und einflussreichsten spirituellen Wesen der Welt bekannt bin. Ich war an einigen der bedeutendsten Ereignissen der Menschheitsgeschichte beteiligt. Zum Beispiel war ich einer der Hauptakteure der Französischen Revolution und konnte viele Menschen mit meinen Taten inspirieren. Heute möchte ich dich energetisch zu dem Stab der Weisheit führen, welchen ich bei mir trage und welchen du selbst auch bei dir hast. Sobald dieser Stab wieder aktiviert ist, kannst du ihn nutzen. Denn du hast bereits in früheren Inkarnationen mit ihm gewirkt. Mit diesem Stab wirst du in der Lage sein, die geheime Pforte zu öffnen, welche euch und dir einen möglichen Weg der Erlösung und Erkenntnis zeigen wird. Nimm nun einen tiefen Atemzug und konzentriere dich ganz auf dich selbst. Dann öffne dein Herz und spüre meine Nähe und meine Energie. Nimm dabei meinen Stab der Weisheit wahr, welchen ich jetzt in diesem Moment aktiviere und vor dir halte. Sieh nur, wie er zu leuchten beginnt. Lege nun deine Aufmerksamkeit auf deine Energie und fühle, wie sich in deiner Aura der Stab der Weisheit zeigt. Nimm ihn nun in deine Hände mit deiner Absicht und deinem Fokus. Vielleicht spürst du sogar ein leichtes Kribbeln. Alles ist gut, so wie du es jetzt wahrnimmst. Lass dir genügend Zeit dabei. Konzentriere dich jetzt auf den Stab und beobachte,
ob er seine Ausstrahlung und Farbe verändert. Denn in diesem Moment werde ich ihn mit der Energie meines persönlichen Stabes verbinden. Beobachte, was geschieht, und vertraue, dass alles, was geschieht, gut für dich ist, denn es geschieht zu deinem allerhöchsten Wohle. Jetzt, wo du den Stab der Weisheit in deinen Händen hältst und er neu aktiviert wurde, kannst du ihn benutzen, um die geheime Pforte zu öffnen. Es ist eine Pforte zu der Dimension der Weisheit und Erlösung, die du ab jetzt jederzeit betreten kannst. Ich zeige dir, wie es geht. Halte nun deinen Stab einfach vor dich und konzentriere dich auf seine Energie. Du wirst erkennen, wie die Energie des Stabes eine Schleuse öffnet, durch welche du hindurchgehen kannst, wenn du es möchtest. Wenn du dies tust, wirst du dich an einem Ort von großer Schönheit und hellem Licht wiederfinden. Dies ist eine Dimension der fünften Ebene, in welcher du viele Antworten auf deine Fragen findest und lernst, dich selbst auf der Erde weiterzuentwickeln und aus dem Samsara hinauszukommen. Stelle nun deine Fragen und nimm dir genügend Zeit, die Bilder und Antworten zu empfangen. Wenn du möchtest, kannst du durch dieses geheime Tor auch andere Dimensionen besuchen. Der Stab der Weisheit ist ein mächtiges Werkzeug, das dir auf deinem spirituellen Weg helfen wird. Nutze ihn weise und zum Wohle aller. Und so danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und Liebe und werde mich nun wieder zurückziehen. Meine Aufgabe ist erfüllt und ich sende dir meine Liebe und mein Licht. Und verabschiede mich jetzt von dir. Und du selbst, du darfst nun in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in deine Dimension hineinkommen. Hände und Füße bewegen und deine Augen öffnen.
und wieder ganz hier sein. Ich danke dir, dass ich diese Botschaft dir heute überbringen durfte. Ich danke Saint-Germain für diese wundervollen Worte und wie er uns beigebracht hat, mit diesem Stab Hilfe zu bekommen für unseren spirituellen Weg. Und wenn dir die Botschaft gefallen hat und immer die neuesten Botschaften erhalten möchtest, darfst du gerne meinen Kanal abonnieren und ich danke dir jetzt schon dafür. Wir sehen uns zum nächsten Video. Hab eine schöne Zeit. Tschüss.